Ich glaube, ich habe einen Zuckerschock. Gut, meine Freunde, wie man heute die Challenge, wer zuletzt aufhört zu essen, der hat gewonnen. Aber das Ganze hier ist die Donut Edition. Der Gewinner bekommt 100 Euro und ich will nur kurz sagen, Egg, ich brauche das Geld echt dringend. Und Leute, ich will nur sagen, Leute, wir haben 5 fette Paletten Donuts. Ich bin sehr gespannt, wie ich aushalten werde, wie viel ich essen kann, Leute, wie viel sie essen kann, weil das ist unser Frühstück. Also ja, schreibt jetzt gerne in die Kommentare, wer mehr essen wird. Ich, also Sam oder Egg? Wir haben hier so eine Sorte Simpson Donuts. Ich weiß nicht, ob die so heißen, aber ich glaube schon, weil ich habe die gesehen in den Videos, Leute. Dann haben wir hier so mit Vollmilchschokolade von Milka. Boah, Leute, die sind so Bombe. Guck mal, wir haben sogar so extra, hier ist es, diese Donut-Schüsseln, dass unsere Finger nicht so eklig werden, ey. Ich glaube, das wird uns aber nach einer Zeit egal sein. Dann haben wir hier, das sieht aus wie so Zitronenguss. Zitronenguss passt zur Ex-Glasur, Zitronenglasur. Dann haben wir hier noch weiße Donuts. Ich glaube sogar, das ist ein Kokosnuss-Donuts. Ich bin mir aber nicht sicher, Leute. Und wir haben hier so Donuts, die sind so pink und blau. Und es erinnert mich irgendwie so, als würde Ex-Kind gleich kommen. Welches Geschlecht hat es? Blau oder pink? So sieht es aus. Wisst ihr, was ich meine? Nein, Leute, ich bin nicht schwanger. Ich weiß, mein Gesicht ist angeschwollen manchmal, aber ich bin nicht schwanger. Oh, Leute, ich habe echt noch nicht gesehen, nachdem sie das Ganze hier verdrückt hat. Guck mal! Die haben einfach Karamellfüllung, Leute. Mmh, lecker! Ich glaube, das ist wirklich Zitrone. Oh mein Gott! Warte, taste test. Mmh. Das ist wirklich Zitrone. Fühle ich gar nicht. Ich hoffe mal, die schmecken besser. Dann wie viel das ist das? 2. Anfänger. Heute ist alles voll süß. Ach, Quatsch. Ich dachte, das besteht aus herzhaften Sachen, Anja. Was feiert ihr mehr, Donut oder Burger? Burger. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Wir hatten ja schon Burger. Boah, wisst ihr, was auch wild wäre? Döner. So, wer isst die meisten Döner? Oh, war das gerade eklig. Ich spüre jetzt meinen Bauch schon kummeln. Das ist Donut Nummer 3 und mir ist schon ein bisschen schlecht. Oh Gott, wie soll ich jetzt übernehmen? Oh mein Gott! Das ist Bubblegum! Wie hast du gerade gegessen, wie so ein Tier? Was ist los, ey? Mhm. Okay, ich muss dich was beichten. Meine Lippe brennt. Ich glaube, ich habe Herpes. Schon wieder! Und ich habe eine Entzündung am Zahnfleisch. Oh mein Gott, essen. Warte, nutze vielleicht wieder dieselbe Zahnbürste. Nein. Was meine ich mit der Zahnbürste? Warum ist es bei mir drin, ne? Mann, ey! Das ist dein Becher. Welche Donut-Nummer ist das? 4. Ja, okay, bei mir auch. Du Bauchschmerzen bekommen. Hör auf, das Schmerzen, wenn du isst, dann mach deinen Mund zu. Mach ich doch. Der ist offen. Ja. Ey, hasst ihr Leute die Schmerzen auch so sehr? Weil du isst wie so ein Fisch, Alter. Anja, ich weiß, die Donuts sind... Aber hör auf zu schmerzen. Schmerz nicht. Ich hoffe, du wirst gleich kotzen oder so. Ich spüre das in meinem Bauch schon. Was? Ja, du auch, ey. Ich schon kotzen. Vielleicht nicht irgendwie so 10 Donuts essen und dann schlafen gehen. Ey, er kann sich nicht kotzen oder so. Was lässt du? Dein Gesicht sieht schon ganz komisch aus. Hier geht es nicht mehr gut, glaube ich. Mein Bauch kribbelt. Ich spüre das so blubbern. Donuts! Nein, aber ich spüre das so. Ich habe gerade gesagt, mein Kopf sieht heute aus wie ein Eggkopf. Oh mein Gott, das ist überall Fussel. Donuts! Alter, bist du eklig. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, kann die Lunge austrocknen? Weil Leute, gestern, ich bin eingepennt. Bin aufgestanden, Leute, und meine Lunge, die war so trocken. Ich habe getrunken. Ich habe gemerkt, meine Lunge ist auch immer so trocken. Wie geht das? Wie spürt man, dass deine Lunge trocken ist? Die merkt ihr das nicht bei euch nicht so. Nein. Boah, Leute, ich spüre schon, es kommt. Das hält sich ja ganz komisch aus. Ich wollte mich auf den Kartoffelsack. Leute, ich wollte mich mehr schwenken, aber es hat nicht geklappt. Ich wollte mein Halloween-Kostüm zeigen. Früher wollte ich an Halloween immer meine Haare rot färben, damit ich ein cooles Kostüm habe. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Ich färbe ja eh jede Woche meine Haare rot. Ich
hol dir meinen Zuckerschock. Ich habe so viel Energie, aber ich fühle mich auch so schlecht. Wohin gehst du, Eggie Egg? Was Spezielles machen. Guck mal! Mayo! Oh Gott, nein. Oh Gott, doch! Sel, es gibt eine kleine Erfrischung für uns beide. Richtig. Du benötigst Mayo. Renn nicht weg von mir, mein Kind. Geh weg. Oh mein Gott, Sel, du stehst gerade zwischen zwei Eggs. Sel, Sel ist hier. Du musst die Mayo essen. Erstmal riecht noch frisch. Wenn ihr Mayo habt, nimmt Mayo, esst, nimmt einen Donut und macht einfach wie bei Royal Donuts. Ihr beschmückt das Ding so. Und jetzt, Leute, probiert diese Kombi aus. Ich esse sie jeden Dienstag. Einfach köstlich. Gott, wie eklig. Wow. Sogar besser als gedacht. Ich kann nicht mehr, Leute. Es stinkt hier nach Furz. Hä? Ja, warte mal, Egg, es ist Samstag. Wo hast du jetzt was geputzt? Ja, Leute. Leute, ich weiß, es ist Samstag und ich weiß, ich hatte die Chance, gestern ein bisschen zu putzen. Darf ich fragen, warum dein Schrank offen ist? Ja, weil ich doch aufräume. Das ist mein Kleid. Es ist nicht. Es geht nicht so. Egal, wie schlecht es mir geht, in Eggs Zimmer kann man immer nur Dings sein. Noch trauriger. Und aus diesem Grund kommt jetzt Karma dafür, dass sie mein Zimmer genommen hat. Lass mal durch. Was ist denn los, hab ich gesagt. Hey, ich hab nur 1 Euro. Ich hab, oh, oh mein Gott, ich hab okay. Ich krieg meine Augen nicht mehr auf. Das war nicht so geplant. Das war sehr unerwartet. Ich bin selber voll überfordert mit dieser Situation. Also abgesehen davon, dass meine Tapete mit Durstlöcher voll ist und meine Bettwäsche wieder dreckig ist, läuft die Challenge gut. Wirklich ziemlich gut für mich. Ich glaube, mein Solarium wartet wieder auf mich. 100 Euro für mich. Aus, Sam, wie geht's dir? Ich hab mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, gell? Ich hab den weißen Donut noch nie probiert. Ich guck jetzt. Lecker! Leute, der Zucker ist im Auge. Oh mein Gott! Egg frisst wie ein Tier schon den nächsten Donut. Dabei habe ich nicht mal den fertig gemacht. Und die holt sich jetzt schon den zweiten. Also die ist ein Tier. Ein Monster. Welche Null? Oh Gott. Wieso holst du die ganze Zeit die pinken Donuts? Ich weiß nicht, wie das da noch gut gehen kann, wie die noch gerade stehen kann, Alter. Nach 12 Donuts darf einem schlecht gehen. Ich hatte 15. Du siehst ziemlich krank aus. Ich fühle mich auch ziemlich krank. Guck mal, was ist ein Anzeichen vom Zuckerschock? Ich habe das Gefühl, dass ich niemals aus diesem Messi-Loch entkommen werde, Leute. Ich putze und putze und immer wieder kommt ein neuer Wäschestapel oder irgendwelche Klamotten oder eine Selina kommt in einer Burger King Tüte und lässt ihr Dreck da. Ich komm in dein Zimmer, du putzt nie. Du schläfst gestern. Immer. Okay Leute, gestern um 2 Uhr morgens hat mich meine große Schwester, also Inga, aufgeweckt. Das haben die gesehen auf Insta-Story. Was? Wie auf Insta-Story? Ja, ja. Ich war da ungeschminkt. Ja, schon. Für die neuen Leute, das hier war mein damaliges Zimmer, okay? Es sah nicht so aus, wie es jetzt aussah, gell? Will ich nur kurz sagen. Das Zimmer, in dem ich jetzt lebe, sah früher aus wie ein Zimmer. Oh, ich werde kotzen. Wie so ein Mauseloch. Ey, warum isst du nicht erstmal weiter? Warum machst du das in mein Gesicht? Auf jeden Fall, ich wollte nur kurz sagen, wir haben Zimmer getauscht. Ich bin nicht die Messi-Lady. Das ist sie. Nein. Zum Klarstellen. Man soll da liegen, wo man sich am besten fühlt. Im Müll. Ja. Ich frage mich, wie lange das Ganze hier anhält. Und ich frage mich, wenn Egg aufgeräumt hat, ob ich dann kommen werde und das alles wieder zurücknehmen werde. Doch, Leute, weil ich müsste mal zurückkommen. Nein. Guck nicht so eklig. Ich war mit 3 Jahre lang Döner. Nein, da bin ich. Drei Jahre lang? Du hast mein Zimmer geklaut, Alter. Ja. Yeah. Und dann warte, dass ich dir... Guck, Leute, das meine ich. Sie klaut was und ich darf da nicht zurückklauen, oder was? Das meine ich, genau das ist ihr System. Dein Nasenpiercing ist so groß. Nein. Ist es ein Ohrring? Nein. Leute, ich habe mir gerade wieder so einen Mai-Donut gegönnt. Und wieder stillig. So lecker, ich schwöre es euch. Probier, Mini. Probier. Komm schon, das ist schon alles hinter dir. Das Durstlöscher im Auge bekommen.
Du siehst durch aus. Deine Wimpern sind ab. Was gibt Schlimmeres? Google mal, was ist ein Anzeichen von Zuckerschock? Oh, was wollte ich googeln? Anzeichen von Zuckerschock. Oh mein Gott, mein Dauerzustand ist ein Zuckerschock. Oh mein Gott. Das ist Unterzuckerung. Nein. Das steht über Unterzuckerung. Warte, wenn das gerade von Unterzucker ist, dann habe ich Diabetes. Okay. Warnsignale bei erhöhtem Blutzucker, in Klammer Überzuckerung. Vermehrtes Wasserlassen. Hä, die ist voll oft auf Toilette. Verstärktes Durstgefühl. Trockene Haut und Juckreiz. Ich habe so trockene Haut. Sehstörungen. Müdigkeit, Kraftlosigkeit und Erschöpfung. Oh mein Gott. Anfälligkeit für Infektionen. Hör mal, eine Herpesinfektion. Oh mein Gott, es steht fest. Ich glaube, ich habe echt Diabetes, Leute. Leute, Inga, wir müssen einen Test machen. Ich gebe auf. Das heißt, ich bekomme 100 Euro. Ja. Das heißt, du gibst auf. Leute, guck. Du hast gewonnen, aber das nächste Mal, Leute, schreibt rein Kommentare, mit was wir das machen sollen, mit was nicht so krass süß ist. Eck hat jetzt gewonnen, Leute, sie freut sich dermaßen. Ich will nur kurz sagen, Leute, ich habe, glaube ich, einen Zuckerschock bekommen, mir ist ganz, ganz schlecht geworden. Ess niemals so viele Donuts auf einmal, Leute. Ich geh schlafen.